Ja, Pech, dass der Mats Hummels weggegangen ist. Ja gut, hier waren ja 4 Vorstopper, das ist ja immer das Problem, hier waren 4 Innenverteidiger und da war kein Platz da. Dann ist er nach Dortmund gegangen, hat dort seinen Weg gemacht. Ich sehe natürlich lieben gerne die Spieler, die wir hier ausbilden. Und da bin ich, nicht nur ich, sondern das ist die gesamte Abteilung. Das sind Scouts, einige, die kennen sie gar nicht, die laufen hier rum. Da hat der Trainer mich neulich gefragt, Louis van Gaal, was macht der Mann denn da? Ich sage, der hat den Lahm und den Schweinsteiger und den Otto und den Müller zum FC Bayern München gebracht. Ne? Der läuft hier rum und arbeitet im Scouting-Bereich und ist sehr nett, kommt aus Westfalen. Ist aber schon etwas über 60 und der hat die als sehr früh entdeckt und die haben hier ja, ihre Ausbildung bekommen bei uns. Und da sind die Jugendtrainer unter mir, die da arbeiten. Wir haben eine super, super medizinische Abteilung, das ist alles perfekt und wir erwarten natürlich auch, dass sie ihre Ausbildung machen, eben die Schule beenden und dann sich total auf Fußball konzentrieren und versuchen auch, es hier von dem etwas schlechteren Rasen da hinten auf diesen Rasen zu schaffen. Das heißt, das Gerät wird immer lauter. Ja, da müssen wir jetzt halt weitermachen. Das heißt, so ein Plan B ist für die Spieler natürlich total wichtig, weil ich es kann auch alles erzählen, haben auch Leute wie Frank Heinemann oder Fronzek hat es gesagt, die müssen auch einen Beruf lernen, weil es kann ja wirklich was dazwischen kommen. Nicht jeder schafft es in die 18 Bundesliga-Mannschaften. Es gibt ja unendlich viele, die glauben, dass sie es schaffen können. Ja, gut, wobei das... Früher habe ich das auch so gesehen, aber ich habe selber Kinder, 3 Mädchen, die haben alle eine erstklassige Ausbildung gemacht und der Verdienst ist nicht so hoch. Das heißt, momentan sieht es ja wirtschaftlich nicht so aus. Die Leute kriegen alle einen befristeten Arbeitsvertrag und viele mit einer erstklassigen Ausbildung stehen auf der Straße. Das habe ich früher anders gesehen. Ne? Wenn ich erkenne, dass ein Spieler ein überragendes Talent hat, dann sage ich, mach deine Schule zu Ende und dann kümmerst du dich ausschließlich um Fußball. Das passiert, ist aber bisher nur bei denen passiert, die hinterher auch im Fußball etwas geworden sind. Bei den anderen sage ich schon, überleg dir, ob du nur auf die Karte Fußball setzt, mach ein Studium nebenher. Ich weiß nicht, ob deine Qualitäten im Fußball ausreichen, um hinterher ein sorgenfreies Leben dir zu gestalten. Sie haben gerade die Vernetzung auch angesprochen, die vielen Personen, die dann auch beim FC Bayern zusammenhelfen, um dann auch Spieler zu finden oder die Spieler dann auch letztlich zu beurteilen. Mit welchem Blick gucken Sie drauf? Also was muss ein Scout oder jemand auch erkennen? Ich bin kein Scout, ne, sondern ich bin jetzt hier für die tägliche Arbeit zuständig. Ich schaue natürlich auch, wenn ein Spieler kommt, dann schaue ich, aber dann ist das für mich viel zu kurz. Ich habe nicht die Zeit, dass ich einen Spieler über einen Zeitraum von 2 oder 3 Monaten beobachten kann. Ich bin täglich hier am Gelände und ich arbeite täglich. Das heißt, wenn mein Spiel da ist, dann sehe ich ihn in einem Spiel, dann kann ich schon erkennen, welche Fähigkeiten er hat. Aber wenn man einen Spieler beobachten will, der ja auch etwas kostet, wenn wir einen hier holen, es kostet ja auch Geld und das ist nicht so billig, dann muss man sich sicher sein und muss ihn sehr lange beobachten, schafft er es oder schafft er es nicht. Es ist auch für das Kind, wenn wir einen Jungen von außerhalb holen und das wird ja immer mit der Presse begleitet. Das heißt, zu Hause kommen dann die Reporter und machen Interviews und so weiter und so fort und die Familie ist stolz und wenn er dann hinter nach 2 Jahren wiederkommt, weil er unseren Anforderungen nicht genügt, dann ist das für den auch nicht so ganz einfach. Ne? A wird er rausgezogen aus dem familiären Umfeld, er muss in ein anderes Bundesland zur Schule gehen, da sind verschiedene Schwierigkeiten. Ne? Und dann geht er hinterher wieder zurück und dann sagen sie, guck mal da, ne, der hat es doch nicht geschafft. Ne? Das ist also dabei zu berücksichtigen. Wenn wir ein Talent holen, dann müssen wir auch felsenfest davon überzeugt sein, dass er zumindest den Sprung in meine Mannschaft schaffen wird. Aber das ist nicht so einfach. Da bleiben einige auf der Strecke. Verlieren Sie da den Kontakt oder gucken Sie da aus der Ferne dann noch so, was die dann so werden? Wenn die einmal bei mir waren, haben bei mir gespielt, dann schaue ich jedes Mal natürlich im Kicker nach, haben die gespielt, wie haben sie gespielt und dann freue ich mich, wenn sie gute Leistung bringen und ich freue mich, wenn sie woanders in der Bundesliga Fuß fassen, da ist ja ganz normal.
Ja, der Frank Reinemann hat gesagt, man sollte mal nachrechnen, was sie dem FC Bayern schon erwirtschaftet haben an Millionen durch die jungen Spieler. Haben Sie sich da selber mal Gedanken drüber gemacht? Nein, ich habe die auch nicht erwirtschaftet. Ich bin hier angestellt als Ausbilder oder Trainer. Und da ist meine Pflicht, dass ich gute Spieler erkenne und auch gute Spieler weiterentwickle. Und dann auch sie empfehle. Und auch wenn prominente Leute, die erstklassig Fußball gespielt haben, auch wenn die anderer Meinung sind, dann halte ich trotzdem zu den Jungs und sage, für mich wird das ein erstklassiger Spieler. Und ich habe sehr häufig recht gehabt. Ich habe einen Fall, wo Sie sich getäuscht haben? Ehrlich? Also bisher kann ich das nicht sagen, dass ich mich getäuscht habe. Wenn einer weggegangen ist, ist es der Wagner von Bremen, dem hätte ich nicht zugetraut, dass der Bundesliga spielt. Aber er hat ja, wenn ich da dreimal eingewechselt werde, ist ja auch für mich noch kein Bundesligaspieler. Das könnte einer werden, wo ich dann gesagt habe, der hat bei mir in 42 Spielen oder in 43 Spielen 2 Tore geschossen. Das habe ich nicht für möglich gehalten, dass der sich dahin weiterentwickelt. Das wäre dann einer, wo ich gesagt habe, ja, dem habe ich das nicht zugetraut und der hat mich eines Besseren belehrt. Ne? Aber ansonsten ist das bisher noch nicht passiert, dass ich hier einen habe laufen lassen, der woanders dann groß rausgekommen ist. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie den Frank Heinemann damals ja auch nicht zu Bielefeld gelassen. Er ist dann bei Bochum groß geworden. Jetzt haben Sie, wenn ich es richtig gelesen habe, auch den Bartschuber und den Müller von Bayern nicht weggelassen zu Hoffenheim, sondern die sollten, also den Bartschuber, ja, Müller genau der gleiche, nicht nur Bartschuber, sondern auch Müller. Wir bilden ja aus und das ist ja auch was Wunderbares für die gesamte Abteilung. Es ist auch wunderbar, jeder Trainer, der den Thomas Müller in der Mannschaft hatte, der kann sagen, ich habe ihn gefordert und gefördert. Und jeder von den Jungs war daran beteiligt. Und da ist aber was Wunderbares, wenn man hier aus der Region kommt und bildet Spieler aus und die kommen hinterher und spielen, wenn Deutscher mal werden Pokalsieger und werden Vize-Champions League-Sieger. Das ist doch für alle Angestellten, die daran beteiligt waren, ist das doch eine wunderbare Sache. Und ich möchte nur lieber sehen, für Bayern München, der erstklassig spielt, als für Hoffenheim. Und für mich ist natürlich Bayern München der beste Verein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es einen besseren gibt. Und wenn die das Zeug dazu haben, sollen sie hier spielen. Und beim Fanny Heinemann war es ähnlich. Der war nicht so talentiert wie die beiden, wie Müller und wie Mannstuber. Aber war vom Charakter her ein wunderbarer Junge, den man in Bochum so ein bisschen veräppeln wollte. Und dann habe ich gesagt, Fanny, pass mal auf, wir machen ein Ding. Du kriegst dein Gehalt von Krupp und das, was du bei den Amateuren verdient hast, trainierst bei mir, bleibst Amateur. Und wenn du es schaffst, ist gut. Und wenn du es nicht schaffst, kannst du ein Jahr später nach Bielefeld gehen. Ja. Er ist immer noch in Bochum und er war Cheftrainer und hat Pokalfinale bestritten und so weiter und so fort. Ist vom Charakter her ein wunderbarer Junge und wir sehen uns, weiß nicht, 2 oder 3 Mal im Jahr, sehen wir uns und freuen uns und trinken einen zusammen und erzählen, wie gut wir früher waren. Whisky Cola. Ich, Whisky Cola Light. Sie kommen ja aus dem Pott, jetzt sind Sie 20 Jahre mit Unterbrechung hier im süddeutschen Raum. Irgendwann nochmal Lust zurückzugehen, auch nach Hause zu gehen und da nochmal zu arbeiten am Fußball? Meine Frau möchte gerne hier bleiben. Ich möchte gerne zurück. Aber ich möchte bei Bayern München so lange arbeiten, wie es geht. Weil es einfach hier wunderbar ist zu arbeiten. Ich arbeite mit den besten Leuten. Ich sehe die besten Spiele. Ich sehe immer internationalen Fußball. Und das sehe ich in Westfalen nicht. Klar, kann ich im Fernsehen kann ich schauen. Ne? Aber hier sehe ich es normal. Ich bin mit den Spielern zusammen. Ich habe einen sehr guten Draht zu den ehemaligen Spielern. Die sind aber genauso hart angefasst worden von mir, wie die heute Vormittag. Also da habe ich mich nicht geändert, sondern ich verlange was. Und das ist auch unangenehm, wenn man immer wieder auf den Fehler, den man macht, hingewiesen wird. Aber ich kann ja nicht mal sagen, hast du gut gemacht. Wenn ich sage, spiel den Ball flach und er spielt ihn halb hoch und er braucht 35 Sekunden, bis er ihn verarbeitet hat, um weiterzuspielen, dann ist der Ball im Spiel schon dreimal weg. Ja. Bartschuber und Contento haben im Interview auch zu mir gesagt, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber es bringt einen natürlich dann im Endeffekt enorm weiter, wenn man direkt gesagt, also eine direkte Ansprache, weil das sehr, sehr ehrlich ist. Ja, ich sage immer das, was ich denke. Und wenn ein Spieler zu mir kommt, der kriegt von mir den Rat, den ich, wenn ich einen Sohn hätte, dem ich meinen Sohn geben würde. Weil das ist so, die arbeiten mit mir zusammen und die Eltern haben ja Vertrauen in den FC Bayern, damit die hier gut ausgebildet werden und damit die weiter gefördert werden. Und das Vertrauen will ich auch den Eltern
da will ich auch den Eltern gerecht werden. Und Sie haben nur Töchter, so wie Ivan Lendl, der hat glaube ich auch 4 Töchter, die spielen alle Golf, was machen die sportlich? Ich habe 3 Töchter. Die eine hat Volleyball gespielt, ist aufgestiegen in die erste Bundesliga, die eine hat geritten, die eine hat sehr gut Tennis gespielt, spielt jetzt Volleyball, aber die sind alle außerhalb. In Berlin 2, die eine studiert, sind alle sehr schlau, das haben sie von der Mutter. Die eine ist am Goethe-Institut in London, an der Uni in London und unterrichtet Germanistik und Romanistik. Die eine studiert in Berlin Chemie und die eine hat uns gerade zu Großeltern gemacht. Sind wir stolz auf den Paul. Habe gesagt, ich möchte einen altdeutschen Namen haben. Ich habe nicht gesagt, welchen. Und dann hat sie Paul ausgesucht. Dann war ich sehr glücklich drüber. Und jetzt, ja gut, er ist in Berlin, das ist schade. Ich hier in München bin und meine Kinder sind verstreut, das stört uns gewaltig. Aber wir können es nicht ändern. Glauben Sie, dass Sie aufgrund Ihrer bodenständigen Art auch immer so ein bisschen unterschätzt worden sind? Oder hat das mit Ihrer Arbeit nichts zu tun? Ich höre häufig von den sogenannten Fußballweisen. Ne? Der Badstuber, der ist doch ein Innenverteidiger. Ist der Gerland verrückt, den auf 6 spielen zu lassen? Das Gleiche war mit Hummels. Ne? Wie kann der den auf 6 spielen lassen? Ist doch ein Innenverteidiger. Ja, für mich haben sie das Spiel aber auf der 6 gelernt, das Fußballspielen. Ja, von überall attackiert zu werden, von hinten, von rechts, von links und nicht nur da an der Mittellinie zu stehen, einmal so einen Ball abzulaufen. Wir brauchen doch heute Spieler, die aus der zentralen, defensiven Position das Spiel öffnen können, die mal einen langen Ball schlagen können, die ballsicher sind, die nicht nervös werden, wenn 2 oder 3 Meter von ihnen einer entfernt ist. Und das kriegen die da geschult. Und das Kuriose ist, dass die das gesagt haben, dass ich die auf den falschen Positionen spielen. Also die wollten die Spieler immer hinterher kaufen. Hm? Beispiel? Na, Beispiel, das wissen sie selber, haben sie gerade davon erzählt. Ja. Ja. Unter anderem, da waren ja hinterher, waren ja, ich glaube, der Holger, der hatte ja 18 oder 19 Vereine aus dem bezahlten Fußball. Und das Kuriose war ja der Vater und ich, wir haben uns über ihn unterhalten, da war der noch gar nicht geboren. Hm? Der Junge war noch gar nicht geboren. Der kriegt ja erst eine Tochter, der Hermann. Wir haben zusammen Fußballlehrer gemacht 1985. Der kriegt die Ute, die ist dann auch geboren am Tag meiner Frau. Also am gleichen Tag Geburtstag wie meine Frau. Und dann kam der Junge hinterher. Und dann hat er mir immer berichtet, wie gut er ist, ob er kann und so weiter. Und dann habe ich damals schon gesagt, ich sage, Hermann, wenn er gut ist, kommt er zu mir. Ne? Denk dran, er kommt zu mir. Und er hat mich immer wieder mal besucht und wir haben permanent telefoniert. Und dann war Stuttgart, da kam ich ja wieder zurück, da war der Junge in Stuttgart und dann habe ich gesagt, Hermann, wie ist dein Junge? Da sagt Hermann, der ist gut. Dann habe ich gesagt, dann muss er nach hier kommen. Und so ist das abgelaufen. Hat er denn den Tod von seinem Vater einigermaßen verkraftet? Das ist ja schon hart. Wer? Der Holger. Ja, das ist natürlich, das war eine Situation. Das war unglaublich. Der steht natürlich noch an dem Tag, wo mein Schwiegervater auch gestorben ist. Das waren so unglaubliche Umstände. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir den Vertrag gemacht haben beim Uli. Und dann sage ich, Hermann, da muss mir ein bisschen Kohle dafür ausgeben. Im Scherz. Auf einmal kam der Holger am nächsten Tag mit einer Flasche an. Ich sage, hey Holger, das war ein Scherz von mir und der sollte mir einen Whisky, wir wollten einen zusammen trinken. Ja, nein, schon in Ordnung. Und wie, ich weiß noch heute, meine Frau hat auf einmal ein Datum draufgeschrieben auf die Flasche. Da war der 6.2. Der 6.2. Und dann war er bei mir und hatte schon leichte Probleme. Und dann habe ich ihn daran erinnert. Hermann weiß noch, wo ich in Bochum Cheftrainer war und ich habe eine Magenspiegelung machen lassen. Und du hast mich hingefahren und wieder zurückgefahren, weil man, dann kriegt man ja so eine Spritze, dann ist man so ein bisschen bedudelt. Ich sage, das wird bei dir das Gleiche sein. Ne? Und dann hat er 3 Tage später einen Termin, er trank dann keinen Kaffee bei uns, sondern trank einen Tee. Und 3 Tage später habe ich angerufen, da war nichts, aber er muss noch zu einer weiteren Untersuchung. Und eine Woche später rufe ich wieder an, weil ich sagen wollte, Hermann, dein Sohn, der erinnert mich an Philipp Lahm, der macht überhaupt keine Fehler mehr. Ne? Und dann war die Helga am Telefon und sagte, du, ich gebe dir mal selber, der Hermann ist schwer krank. Und dann hat er mir das erzählt und dann war ich so betroffen. Das heißt, es ging super schnell. Ja, und dann habe ich gesagt, sag Bescheid, dann habe ich ihn besucht und dann sage ich, Hermann, wenn was ist, ich komme immer. Und dann habe ich mit dem Holger gesprochen und habe gesagt, wie geht's dem Papa und so weiter. Und da ist niemand rausgekommen. Und einen Tag bevor er starb, rief er mich an und die Helga rief mich an. Und das war der 21.3. Am 20. rief er mich an. Samstags morgens rief meine Frau mich an, der Opa ist gestorben, also ihr Vater ist gestorben.
Und dann fahre ich hier vom Trainingsgelände weg und sage, ich kann nicht zum Spiel gehen. Wir haben ein Bundesligaspiel gehabt, ich musste mich um meine Tochter kümmern. Und dann war ich oben an der Ecke, da rief die Helga mich an und sagte, der Mann ist gestorben. Da war der vom 6.2. bis zum 21.3. waren es 6 Wochen. Immer noch zum Und jedes Mal, wenn ich den Jungen spielen sehe, denke ich, wenn das der Hermann sehen könnte. Da guckt man anders drauf dann natürlich. Ja, der wäre stolz wie Oskar. Ne?